Guten Abend, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Laila Schlaglicht. Heute dreht sich fast alles um die interdisziplinäre Diagnostik interstitieller Lungenerkrankungen im Erwachsenenalter oder auch kurz ILD. Dafür wird Dr. Thomas Köhnlein, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats von Laila, Herrn Professor Dr. Michael Kreuter, Erstautor der Leitlinie, interviewen. Bevor wir reingehen, möchte ich jedoch kurz einen Satz noch dazu sagen. Erstens ist Herr Professor Kreuter Leiter und Direktor des Lungenzentrums Mainz. Und was mich besonders gefreut hat, er ist nach wie vor sehr stolz darauf, mit Leib und Seele trotz immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen tatsächlich seinen Beruf als Arzt und Pneumologe auszuüben. Und wie immer hier an dieser Stelle der kurze Warnhinweis, dies ist natürlich ein medizinisches Fachgespräch, stellt also keine Behandlungsempfehlung dar. Und last but not least, yes, heute haben wir, beziehungsweise vor kurzem haben wir die 20.000er-Marke geknackt bei den Nutzenden von Laila. Das freut mich besonders und deswegen gebe ich jetzt sehr gerne an Herrn Dr. Thomas Köhnlein ab. Ja, vielen Dank. Auch schönen guten Abend von meiner Seite. Michael, ich freue mich, dass du zur Verfügung stehst, dass wir kurz mal reden können über das Leitlinienwerk, vor kurzem, ja, vor ein paar Wochen publiziert, interdisziplinäre Diagnostik der interstitiellen Lungenerkrankungen im Erwachsenenalter. Ja, Leitlinien sind mit viel, viel Arbeit verbunden für die Autoren, für den Erstautor und den Koordinierenden sowieso. Was treibt euch an? Was war der Grund zu sagen, jawohl, jetzt packen wir es an, jetzt stellen wir diese Leitlinie mal auf die Beine? Und liebe Franke, erstmal vielen Dank für die nette Einladung, hier heute Abend das präsentieren zu dürfen. Und ich glaube, dieses schwierige auszusprechende Wort, damit hast du eigentlich sehr schön angeteasert, warum wir diese Leitlinie brauchten. Auf mich zugekommen ist ein lieber Kollege und ich würde eigentlich sagen, mittlerweile guter Freund, der Achim Kabitz. Der leitete die Pneumologie in Konstanz. Und er sprach mich irgendwann mal an, am Rande von einem virtuellen Kongress und sagte, sag mal, diese interstitiellen Lungenerkrankungen Diagnostik, geht das irgendwie auch ein bisschen einfacher? Du empfiehlst, dann mach dies und mach das. Und wenn das CT so ist, dann mach dies. Aber wenn das CT wieder ein bisschen anders aussieht, dann nimm diese Diagnostik und da nimm den Rheumatologen dazu. Aber da brauchst du immer nur den Pathologen und diskutier das immer mit dem Radiologen. Und welches radiologische Muster erkenne ich überhaupt wo? Und was soll ich meinem Radiologen sagen, wie er das CT fahren soll? Also Sie sehen und du siehst, Thomas, ein riesengroßer Wust an Fragen. Und dann sagt er noch, Michael, wir müssen das irgendwie praktisch darstellen. Wenn da jetzt also, egal in welcher Abteilung, in einer Spezialabteilung für Pneumologie in einem großen Haus oder in einer kleinen intensiven Abteilung, ein Patient mit einer solchen Erkrankung liegt, dann sollte jemand einfach nachgucken können, woran muss ich denken? Welche Fragen muss ich stellen? Welche Laborwerte muss ich erheben? Was kann ich mit meinem Radiologen besprechen? Welche Art von CT ich brauche? Vielleicht kann ich meinem Radiologen auch ein bisschen Unterstützung geben, wie man das CT liest. Und dann ist immer die Frage, welche Form für weitere Diagnostik brauche ich? Und genau das war die Idee dahinter. Relativ strukturiert, mit ganz vielen Abbildungen, Hilfestellungen, radiologischen Bildern, vielen Tabellen darzustellen. Wie kann durch den Dschungel der interstitiellen Lungenerkrankungen diese schrecklichen vielen Abkürzungen UIP, ILD, NSIP, LAM und was weiß ich was alles noch, wie kann ich mich da zurechtfinden, um mich nicht zu verlieren, sondern geradeaus durchzumarschieren und dem Patienten zu sagen, hören Sie mal, das könnte das und das sein, wir machen jetzt dies und das und jenes. Und worauf ich besonders stolz bin, ist, und auch das war ein Punkt, den wir alle, die in dieser Leitlinie dabei waren, sehr geschätzt haben oder auch immer noch schätzen, ist, wir haben das interdisziplinär gemacht. Denn interstitielle Lungenerkrankungen, vielleicht sollten wir gleich drüber mal unterhalten, für diejenigen von Ihnen, die keine pneumologischen Experten sind, was das überhaupt ist, das ist etwas, wo man viele verschiedene Fachrichtungen braucht. Man braucht Internisten, bei den Internisten braucht man Pneumologen, man braucht Rheumatologen, man braucht in vielen Fällen Pathologen, man braucht Radiologen, man braucht arbeitsmedizinische Aspekte, man braucht oft auch den Chirurgen. Und all diese Leute sind alle mit bei der Erstellung dieser Leitlinie mit dabei gewesen. Und die zusammengebracht zu haben, das ist was, worauf ich wirklich stolz bin in dieser Leitlinie, was eine kleine Herausforderung war, was aber auch wirklich ein schönes Momentum war, wo wir viel gegenseitig voneinander gelernt haben. Und zumindest vorneweg steht, alle
Empfehlungen bzw. alle Aussagen, zu denen ihr kommt, sind einstimmig gefallen. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Also bei so einer großen Gruppe mit so vielen unterschiedlichen Playern, die die Welt ja alle aus unterschiedlicher Perspektive sehen, aber ihr habt das wirklich einstimmig hingekriegt. Ich glaube, das liegt an mehreren Dingen. Das eine ist, dass da waren viele Pneumologen mit dabei. Vielleicht darf ich nochmal den Schritt zurückgehen. Was sind interstitielle Lungenerkrankungen? Das sind Erkrankungen des Lungenstützgewebes. Und es gibt viele Ursachen, und auch das haben wir in die Leitlinie mit reingebracht, woher das alles kommen kann. Wir haben ein Schema aufgemalt, wie man das einteilen kann. Es gibt mittlerweile auch noch ein anderes. Aber das, weil das in Deutschland das bisher gebräuchlichste war, das wir genutzt haben, ist bekannte Ursachen. Da stehen halt viele Systemerkrankungen dahinter. Das heißt, wir brauchten viele Rheumatologen. Mit denen haben wir viel darüber diskutiert, auch was dann später Laborwerte anging. Da haben wir uns dann auf Kompromisse geeinigt. Aber alles andere, an welchem Punkt man was braucht, neben den bekannten Ursachen wie noch Medikamente, gibt es idiopathische Formen, also die von selber kommen, oder granulomatöse Formen wie Sarkoidose oder die exogene allergische Alveolitis, und es gibt noch weitere seltene Formen. Gerade die ganzen Pneumologen, die dann mit bei waren, wir kennen uns alle sehr, sehr gut. Das ist ein nicht riesengroßes Feld, weder international noch Deutschland, aber Leute, die sich seit Jahren kennen, die wissenschaftlich zusammenarbeiten, die klinisch zusammenarbeiten. Und wir haben miteinander viel, voneinander viel gelernt, miteinander mit den Radiologen viel gelernt. Auch deswegen war es relativ einfach, in vielen Dingen zu einer wirklich relativ guten Konklusio zu kommen, was wir empfehlen, wie das Ganze aufgebaut werden soll. Das ist fast ein bisschen Reklame fürs Fach Pneumologie. Man diskutiert schon, aber man ist sozusagen am Konsens interessiert. Das zeichnet die Pneumologen vielleicht manchmal ein bisschen aus. Aber zur Leitlinie, gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist die herausstechende Message? Das ist auch wirklich neu. Ist irgendwas drin, wo du sagst, das freut mich am meisten? Das sind zwei Sachen, die mir ganz besonders am Herzen liegen. Das eine habe ich eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Das ist das Interdisziplinäre. Worauf wir jetzt, und das findet man auch in internationalen Leitlinien mehr drin, aber so eine Diagnostikleitlinie wie diese hier aus Deutschland gibt es international bisher noch nicht. Was uns hier allen sehr wichtig war, ist, wir müssen interdisziplinär uns die Befunde angucken, bevor wir weitere Schritte empfehlen. In vielen Abteilungen, überall auf der Welt ist es so, jemand kommt mit einem Problem, Verdacht auf Lungenfibrose, eine einzige Person guckt sich es an und legt fest, das und das ist das Nächste. Aber wenn ich CT-Bilder angucke und ich sehe viele CTs und ich glaube, ich kann einiges beurteilen, übersehe ich trotzdem immer wieder viel. Deswegen lohnt es sich, zu zweit drauf zu gucken, und zwar mit zwei Fachdisziplinen. Und deswegen haben wir früh empfohlen, wenn wir klinische Informationen haben, wenn wir ein vernünftiges CT haben, dann brauchen wir dann im nächsten Schritt das erste Mal, dass sich der Radiologe und der Pneumologe zusammensetzen und sagen, so, so sieht es aus und diese und jene Diagnostik muss jetzt weitergeführt werden. Das erspart A, Fehldiagnostik, und B, Fehldiagnostik. Was meine ich damit? Fehldiagnostik im Sinne von zu wenig und Fehldiagnostik im Sinne von zu viel. Das heißt, individuell auf den Patienten zugeschnitten. Und deswegen haben wir zweimal die sogenannten multidisziplinären Boards oder ILD-Boards, wie sie in Deutschland meistens heißen, mit reingenommen, um zu sagen, das ist hier der richtige Weg. Das Zweite, worauf ich stolz bin, auch das mittlerweile in den internationalen Leitlinien zu finden, und das hatten wir, wie gesagt, vor kurzem auch in der von der europäischen und der amerikanischen Lungenfachgesellschaft jetzt neu mit reingebracht, weil es gute Daten gibt, ist, wir ersparen in vielen Fällen, und auch der Chirurg, der mit dabei war, Thomas, du hast das eben angesprochen, war das wirklich alles einstimmig? Ja, das war einstimmig. Wir alle waren der Meinung, wenn wir eine Fibrose haben, also eine richtige Vernarbung der Lunge, und wir sind zusammen interdisziplinär der Meinung gewesen, wir brauchen eine Biopsie, ist der erste Weg, in einem erfahrenen Zentrum eine sogenannte Kryobiopsie durchzuführen. Für diejenigen von Ihnen, die das nicht kennen, das ist eine Form der Biopsie, wo man einen kleinen Katheter nimmt, dessen Spitze man auf ungefähr minus 80 Grad runterkühlen kann. Und dann kann man ein gutes Gewebe rausnehmen. Und auch das ist eine Neuerung im Vergleich zu vielen alten Leitlinien, dass das jetzt vor dem Chirurgen steht. Und nur wenn diese Histologie dann nicht aussagekräftig ist, dann im nächsten Schritt der Chirurg. Und hier war gerade unser Chirurg wirklich sehr hilfreich, der auch viele Hilfestellungen gegeben hat und der gesagt hat, Moment, mittlerweile können wir auch andere Formen der Biopsie machen, nicht so wie früher eine Intubationsnarkose und einseitig, sondern wir machen eine sogenannte Wachwatz. Das gehört auch mit zur Biopsie, was, glaube ich, eine ganz wichtige neue Botschaft ist. Aber das ist schon wirklich Expertenwissen. Gut, gut. Also das klingt schon spannend, das ist interessant. Die Leitlinie war relativ frühzeitig in der App Leila, also in der App Leila Pro.
Und auch innerhalb der Leitlinie gibt es Verweise und QR-Codes, wo man sich bestimmte Schemata in der App nochmal angucken kann. Bei diesen App-verankerten Leitlinien kann man immer ein bisschen gucken, wie viel die genutzt wird. Und die Leitlinie ist noch nicht sehr lang in Leila Pro, in der App, implementiert und hat über, wir haben es vorhin mal gehört, weit über 7000 Klicks. Das ist richtig gut. Und es gibt ja noch gar nicht so schrecklich viele Patienten, die jetzt wirklich echt betroffen sind von der Serie an Krankheitsbildern. Aber kann man sich das erklären, wie doch in der letzten Zeit, in den letzten Jahren auf einmal so viel Interesse generiert worden ist für die interstitiellen Lungenerkrankungen? Ja, vor ungefähr 15 Jahren, würde ich sagen. Bis vor 10 Jahren etwa haben wir viele Lungenfibrosen gleich behandelt. Wir haben meistens Immunsuppressive eingesetzt. Vor 15 Jahren begannen dann erste Studien in etwa mit sogenannten Antifibrotika, also mit Medikamenten, die die Narbenbildung stoppen oder der teilweise auch entgegenwirken sollen. Und als dann die ersten Daten positiv waren, das waren erst japanische Studien, dann kamen internationale Studien, dann kam ein zweites Medikament, da mit diesem einmal auf einmal ist dieses Feld quasi an Interesse explodiert. Wenn man so mit den alten Hasen, Anführungszeichen, spricht, so wie Herrn Kostabel beispielsweise hier in Deutschland, dann erzählt er, also so um das Jahr 2000, wenn es so eine Sitzung um dieses Thema gab, da verirrten sich immer 2, 3 Leute, die wahrscheinlich normalerweise eigentlich zu Tuberkulose oder zu irgendwas anderem wollten, dann sind sie drin geblieben. Wenn Sie heute sowas machen, wie gesagt, dieses Feld ist, weil es sich neue Medikamente gab, dann gibt es neue diagnostische Möglichkeiten, das ist explodiert, die Forschung sowohl klinisch translational als auch die Grundlagenwissenschaft ist massiv am Voranschreiten. Wir haben viele neue Medikamentenideen, wir haben viele neue nicht-medikamentöse Therapieideen, viele neue diagnostische Ideen. Und das ist das, was so viel Aufmerksamkeit erregt. Und das Zweite ist, ich glaube, diese vielen Hits zeigen auch sehr, sehr gut, dass Achim Kabitz mit seiner Idee recht hatte, indem er gesagt hat, Michael, treib du diese Leitlinie nach vorne, ich unterstütze dich, aber ich bin dabei, ich will, dass wir das so praktisch wie möglich machen, dass ich in der Leila-App beispielsweise nachgucken kann, dann sehe ich einen Flowchart, wie mache ich das? Ich sehe eine Tabelle, ich gucke mir die Bilder an. Und ich glaube, das ist eine der Dinge, die wir tatsächlich damit geschafft haben, dass wir das, was es bisher noch nicht gab, diesen sogenannten Unmet Need, also dieses Bedürfnis, sich irgendwo einfach entlang zu hangeln, das konnten wir anscheinend dann doch erfüllen. Und darauf bin ich sehr stolz. Das finde ich auch gut. Also das kann ich auch nur sehr unterstützen. Auf der anderen Seite, die Leitlinie betont ja sehr die Wichtigkeit der Interdisziplinarität und auch den Stellenwert des ILD-Boards. Gehen die interstitiellen Lungenerkrankungen jetzt sozusagen nur noch in den Sog von großen Kliniken, die eben so ein Board live und in Farbe nicht virtuell haben? Gehen diese, ich sage jetzt mal eher auch seltenen und speziellen Erkrankungen, ja eher an die großen Zentren? Ist das ein Trend und wenn ja, ist der vielleicht sogar zu begrüßen? Das ist eine sehr gute und eine sehr kluge Frage, die man von zwei Seiten beantworten kann. Das eine ist, um mit Herrn Goethe zu antworten, man sieht nur, was man kennt. Thomas, das kennst du auch, dass ich in deinem Leben mit vielen, in Anführungszeichen, häufigen Dingen, aber auch mit vielen seltenen Dingen beschäftigt. Ja. Und gerade was so seltene, komplexe Dinge angeht, ich erkenne heute Dinge, die ich vor 15 Jahren noch nicht kannte, selbst Sachen, die ich vor 2 Jahren noch nicht kannte. Vielleicht haben Sie schon mal was vom sogenannten Wechsler-Syndrom gehört. Über solche Sachen stolpert man irgendwann, wenn man so ein Nerd ist wie ich und sich mit so seltenen Sachen beschäftigt. Das heißt, man sieht nur, was man kennt. Man braucht immer wieder Leute, die Ideen haben, was sein könnte. Das heißt aber nicht, dass das immer nur der Kräuter, der wie auch immer sie alle heißen oder auch international heißen, sondern man hat da Leute, die man fragen kann, wenn man selber nicht weiterkommt. Und das ist so die Idee, die mittlerweile überall in der Welt um sich greift, virtuelle Besprechung. Ich meine, virtuell, das ist das, was wir heute Abend machen. Du sitzt irgendwo bei dir zu Hause, ich sitze jetzt hier bei mir zu Hause. Wir besprechen uns, wir tauschen uns aus. Das kann man über die Leila-App machen, das kann man aber auch genauso gut über Fälle machen. Mittlerweile ist das datenschutzrechtlich alles relativ gut abgesegnet, wenn man das richtige Format dazu findet. Man kann viele Dinge anteasern, man kann da viele Dinge besprechen und das ist wirklich etwas, was dieses Feld voranbringt. Das heißt, man muss nicht jetzt der Superexperte sein, aber man muss wissen, mit wem man das bespricht. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die mir immer wieder mal Fragen stellen, die mir immer wieder mal Fälle schicken, beziehungsweise
In meinem neuen Zentrum in Mainz beispielsweise kooperieren wir mit einem anderen Zentrum aus Rheinland-Pfalz und machen dann ein gemeinsames ILD-Board, sodass ich Ihre Sachen virtuell vorstellen kann. Und ich glaube, das ist der richtige Weg für die Zukunft. Aber mache ich jetzt schon was falsch? Breche ich die Leitlinie, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich habe jetzt einen Patienten in der Sprechstunde sitzen, Verdachtsdiagnose, Sarkoidose, der hat eine einigermaßen typische Klinik, spricht auch Steroide an, hat vorneweg einen typischen BAL-Befund gekriegt, hat die klassischen Veränderungen im Röntgen und das CT spricht auch dafür. Und ich bin ja in der Praxis alleine, also wir sind zu zweit, aber ich sage jetzt mal, ist es dann noch okay, wenn ich bei ganz eindeutigen Fällen wirklich sage, ich mache jetzt weiter und mache jetzt hier meine Therapie, so wie ich mir das denke? Oder kann mir hinterher salopp gesagt einer an die Karre fahren und hat gesagt, du hättest die große Runde fragen müssen? Man muss nicht immer die große Runde fahren. Da sind wir uns alle einig, sowohl die Experten als auch, ich glaube, die gesamte pneumologische Szene beziehungsweise alle Fachgesellschaften, die dabei sind. Beispielsweise Arbeitsmedizin. Ich muss doch nicht jedes Mal einen Patienten mit Asbestexposition, wo ich ein CT habe und sehe ganz eindeutig die Veränderungen an der Pleura, die Verkalkungen und dann noch ein bisschen Fibrose, den muss ich nicht unbedingt in ein Expertenzentrum schicken. Mit meiner Erfahrung, die ich habe, viele Niedergelassene machen 20, 30, 40 Jahre Pneumologie, die können das doch auch allein diagnostizieren. Wenn es aber Fälle gibt, wo es Probleme gibt, das einzustufen, was ist es denn jetzt wirklich? Oder es gibt Fälle, wo vielleicht die Radiologie dann nicht ganz eindeutig ist. Oder man ist sich unsicher. Das sind Dinge, wo man sich austauschen muss. Aber es gibt weiterhin nach wie vor Dinge. Sarkoidose, Thomas, ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Da kann man sagen, das ist eine Sarkoidose, da habe ich jetzt eine Biopsie, das ist das typische CT. Das muss ich nicht in Extensor in einem Expertenzentrum oder in einer großen Klinik machen. Das kann ich auch selber machen. Ohne Frage, und das soll auch diese Leitlinie überhaupt nicht suggerieren, sondern diese Leitlinie soll Hilfestellung geben, vielleicht sogar auch eine Überdiagnostik auch in diesem Bereich zu vermeiden. Das ist gut, ja, das ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite, also ich sage jetzt mal so, bei uns natürlich nicht, aber draußen hat man öfter mal das Problem, dass die CT-Qualität nicht so ist wie an großen Zentren, sage ich jetzt einfach so. Und dass man allein aufgrund der CT-Qualität nicht so genau sagen kann, ist das jetzt was oder ist das nichts? Schwierig sind ja die leichten Fälle, nicht die schweren Fibrosen, die sieht man schon, die leichten, die beginnenden Fälle. Das ist ja eigentlich die Herausforderung. Ist das auch was ihr aus, sage ich mal, in anderen Regionen in Deutschland seht, dass eben die niedergelassene CT-Qualität und auch die Befunde dazu, ich sage jetzt mal, von verdienten Radiologen aus anderen Bereichen kommen? Ich versuche es positiv auszudrücken. Was diese Leitlinie versucht hat, ist, und da bin ich insbesondere Frau Hamer und Herrn Häusel sehr dankbar, ist, auch wenn das in vielen verschiedensten Büchern beispielsweise drin steht oder in radiologischen Leitlinien oder auf irgendwelchen versteckten Websites, deswegen war uns wichtig, in diese Leitlinie reinzuschreiben, welche ganz bestimmte CT-Diagnostik, wie muss das CT gefahren werden, wie muss es ausgewertet werden, wann muss ich eine Bauchlage machen, wann muss ich Hin- und Expiration machen. Das haben wir versucht einzuschreiben. Mit Thomas, wenn beispielsweise einer unserer niedergelassenen Kollegen in wo auch immer ein Problem hat und er die Auswertung dieses CTs, das vielleicht jetzt doch nicht als Dünnschicht-CT gefahren ist, also für all diejenigen, die jetzt nicht so viel radiologische Thorax-CTs sehen, 5 mm ist in vielen Kliniken der Standard oder in vielen Praxen, 3 mm auch häufig. Das mit Kontrastmittel, was wir in der ELD-Diagnostik brauchen, ist ein Dünnschicht-CT, am besten auf 1 mm rekonstruiert und definitiv ohne Kontrastmittel, weil man sonst Dinge sieht, die gar nicht da sind, also Artefakte durch das Kontrastmittel. Und wenn Sie und du das Gefühl haben, dass die radiologische Diagnostik in der Praxis das nicht erfüllt, kann man mit dieser Leitlinie jetzt hingehen und sagen, bitte, mach das so. Warum? Und jetzt drücke ich es nicht ganz so positiv aus, weil es genau der Fall ist, Thomas, wie du es gesagt hast. Ich sehe leider immer wieder CTs, die nicht in der Qualität sind, wie man sie braucht. Und das führt auch wieder zu einer Zusatzdiagnostik, einer Überdiagnostik. Wir müssen doch leider immer wieder viele CTs neu fahren, obwohl sie schon ein CT bekommen haben. Wir erhöhen die Strahlendosis damit. Gut, bei Menschen um das 90. Lebensjahr ist die nochmalige Strahlendosis vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber wenn es jetzt um eine junge Patientin geht, beispielsweise eine Systemerkrankung, die 30 Jahre ist oder sonst irgendwas, die im schlimmsten Fall auch noch schwanger sein könnte, das müssen wir unbedingt vermeiden. Und das ist der Grund, warum wir das so dezidiert reingeschrieben haben und auch viele Bilderbeispiele in die Leitlinie mit aufgenommen haben.
Gut, sehr gut. Und das ist ja in bestimmten Abschnitten beinahe katalogartig, wo zum einen eben die erforderliche Diagnostik bei bestimmten Verdachtsdiagnosen genannt wird, aber andersrum auch zu den Verdachtsdiagnosen zum Beispiel die radiologischen Muster. Und ich bewundere sowieso die Leute, die sich das auswendig merken können. Ich kann mir das nicht auswendig merken. Aber jetzt haben wir was, wo wir nachgucken können und wo wir wirklich zuverlässig und gut nachgucken können. Also ich denke, das hat einen hohen Wert. Also nicht nur in Bezug jetzt auf die Nutzung in der App. Wo geht's hin? Wo siehst du die Entwicklung bei den, nicht nur der Diagnostik, sondern insgesamt bei den interstitiellen Lungenerkrankungen? Was würdest du sagen, in welche Richtung entwickelt sich da das die gesamte Szene? Mal mit der Diagnostik an. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir vieles dazu lernen. Diejenigen von Ihnen, die so ab und zu mal einen Asthmatiker sehen, also nicht natürlich die Pneumologen, sondern die Internisten und Hausärzte von Ihnen, sie haben immer mal gelernt, es gibt nicht Asthma, sondern es gibt verschiedene Typen von Asthma. Das heißt, man hat über Endotypen und Phänotypen gesprochen. Oder als anderes Beispiel gerade das Lungenkarzinom, was noch viel besser ist. Als ich angefangen habe mit Medizin, haben wir gesagt, es gibt den Kleinzeller und es gibt den Nicht-Kleinzeller. Dann haben wir immer unterschieden zwischen Plattenepithel und Adenokarzinom. Heute gucken wir nach keine Ahnung wie viele verschiedenen Mutationen. Wir gucken nach dem PD-L1-Status und so weiter und so weiter und behandeln gezielt. Ich glaube, das werden wir hier auch erleben. Wir werden irgendwann nach genetischen Markern gucken. Wir werden nach anderen Biomarkern gucken, egal ob die im Blut sind oder ob die in der Radiologie drin sind. Wir werden sehr viel künstliche Intelligenz einsetzen. Wir werden irgendwann nicht mehr sagen, idiopathische Lungenfibrose oder rheumatoide Arthritis assoziierte Lungenfibrose, sondern ich glaube, wir werden nach verschiedenen Verhaltensmustern gucken, die wir prädiktiv mit verschiedensten Dingen vorhersagen können, wie es verläuft und damit überschwenkend dann in Bezug auf die Therapie. Wir werden, hoffe ich, und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich das in meinem Arbeitsleben und ich habe noch eine ganze Reihe von Jahren, dass ich das noch erleben werde, dass wir irgendwann dann auch nach vorhergesagter weiteren Entwicklung von diesen interstitiellen Lungenerkrankungen behandeln werden. Wird es das teurer machen oder wird es das günstiger machen? Ich persönlich glaube, das wird es günstiger machen. Der Weg dahin wird teuer werden, weil wir viel investieren müssen. Aber es wird es dann günstiger machen, weil wir Patienten behandeln, die eine Therapie brauchen und Patienten nicht behandeln, die eine Therapie mit dem oder dem Medikament nicht vertragen oder bei dem das Medikament nichts bringt oder den anders bräuchten. So ähnlich ist das beim Adenokarzinom der Lunge. Ich glaube, wir haben da vieles gesehen, weil wir jetzt viel positiv behandeln können. Wir sehen deutlich bessere Outcomes, deutlich bessere Verläufe. Wir ändern gerade bei dem Adenokarzinom der Lunge die Therapie mit kurativer Intention, die neoadjuvante und die adjuvante Therapie. Und so ähnlich stelle ich mir das bei der Lungenfibrose vor. Ich glaube und hoffe, und dafür gibt es auch gute Beispiele, wir werden früher erkennen, wir werden früher behandeln mit zielgerichteter Therapie, sodass Erkrankungen, idiopathische Lungenfibrose, hat, je nachdem, in welche Publikation Sie gucken, irgendwie ein medianes Überleben zwischen 2 und 5 Jahren, dass wir irgendwann hoffentlich diese Erkrankungen stoppen können und das hoffentlich mit günstigen und einfachen Medikamenten, um dann dieses große Problem, vor dem die Patienten und Patientinnen, die davon betroffen sind, tatsächlich stoppen zu können. Spannend. Spannend und interessant. Also wirklich, in den letzten 15 Jahren ist es hochgekommen und ich denke, dieses Thema interstitielle Lungenerkrankung wird noch viel, viel breiter werden. Wird spannend bleiben, wird, was ich immer ganz wichtig finde, die entsprechenden Fachdisziplinen verbinden. Und ich habe da ein gutes Gefühl, da sind wir auf einem guten Weg. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Uhr gucken und auf die Zeit. Ich würde ganz gern mal kurz eine Zwischenrückfrage stellen an Regina Hanke. Wir haben ja auch vielleicht Zuhörer, hoffentlich, und die Möglichkeit, gab es da über den Chat eventuell Fragen zu stellen. Und ich würde jetzt einfach mal fragen, ob Fragen da sind. Nein, also im Moment sind noch keine Fragen reingekommen, aber wir haben erstaunlich viele Zuhörer heute Abend, was sicherlich Zuschauer, was natürlich auch highlightet und darstellt, wie wichtig dieses Thema vielleicht ist. Von daher, nee, im Moment noch keine Fragen, aber vielleicht kommt ja noch was rein, wir monitoren das gerade. Genau, gut, wunderbar. Nee, also an der Stelle, finde ich, glaube ich, konnten wir hoffentlich das so ein bisschen beleuchten, was die Leitlinie darstellt. Michael, habe ich noch irgendwas Entscheidendes vergessen? Ist noch irgendwas drin, wo du sagst, da müssen wir jetzt zum Schluss noch mal ganz kurz hingucken? Das Positive ist, wir haben es nicht vergessen, aber eigentlich ist mein Fazit,
Ich bin jemand, der gerne dazulernt. Und in der Erstellung dieser Leitlinie und so ein paar von den grauen Haaren stammen sicherlich auch von der Leitlinienerstellung. Thomas, das kennst du wahrscheinlich auch. Das ist schon mühsam, sowas zu erstellen. Aber ich habe unglaublich wieder viel dabei gelernt. Was ich aber in den letzten 15 Jahren, ich mache so ILD wirklich schon ziemlich genau 15 Jahren, vielleicht ein bisschen länger, was ich da gelernt habe, ist, dass dieses gemeinsame sich erarbeiten, dieses gemeinsame, ach, ich hätte übrigens noch eine Idee, oder der Radiologe sagt, guck mal da hinten links in die Ecke, da ist irgendwas, das könnte dies oder das oder jenes sein. Oder dann kommt ein Rheumatologe um die Ecke und sagt, ich habe da ein neues Syndrom und keine Ahnung was. Dieser Wissenszuwachs, gerade bei seltenen Sachen, das ist so ein bisschen das Salz in der Suppe. Das ist das, was es spannend macht. Und das ist auch das, was mir so in diesem Bereich am Herzen liegt. Es ist einfach ein unglaublich spannendes, und Thomas, du hast das eben schön angeteasert, ein sich sehr gut entwickelndes Feld, wo es ganz viele Neuerungen gibt, wo man ganz viel dazulernen kann. Und das ist das, warum ich immer noch so gerne in dem Feld arbeite und so schön, wie Frau Hanke das eben eingeleitet hat, warum ich immer noch so ein begeisterter Pneumologe heute bin. Lassen wir uns sozusagen die Begeisterung an der Stelle nicht nehmen. Ja, an der Stelle würde ich sagen, erstmal Michael, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an dich persönlich für heute Abend, dass du zu dem Gespräch zur Verfügung gestanden hast. Den Dank auch an die gesamte Leitliniengruppe, denn ja, was wir ja gesagt haben, ruht auf vielen Schultern. Ich hoffe, dass das Projekt gut weitergeht. Leitlinien, wenn sie gedruckt sind, fängt es ja schon an, wieder in die nächste Runde zu gehen. Ich hoffe, ihr habt Mut. Und ich wünsche dem Projekt weiterhin ganz, ganz, ganz viel Glück. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir in 1, 2, 3 Jahren mit zunehmenden Innovationen, gerade im medikamentösen Bereich, im diagnostischen Bereich. Vielleicht kriegen wir eine neue Auflage. Aber bisher, die jetzige ist erstmal super. Vielen Dank. Thomas, vielen Dank für die tolle Moderation und Frau Hanke, beiden herzlichen Dank für die Einladung. Und ich kann das nur ganz kurz wiederholen. Danken muss ich vor allen Dingen den vielen Fachgesellschaften und vor allen Dingen den vielen Kolleginnen und Kollegen, die daran mitbeteiligt haben und sich engagiert haben, um das auf die Beine zu stellen. Und allen denjenigen, die heute Abend an den Bildschirmen sind oder sich im Nachhinein anschauen, dass sie das nutzen. Und ich glaube, so tun wir für unsere Patienten was wirklich sehr Positives. Also vielen, vielen Dank. Auch von mir nochmal einen schönen Abend, beziehungsweise ich hoffe, es war ein interessanter Einblick in diese Leitlinie. Wenn Sie Leila noch nicht geladen haben, laden Sie sich auf Ihr Handy drauf. Soweit wir wissen, kommt sie sehr gut an, die App. Und ich freue mich dann auf die nächsten Leitlinien, die mit Sicherheit kommen werden, und auf die nette Zusammenarbeit mit Herrn Professor Kreuter und natürlich auch mit Herrn Kühnlein dann weiterhin. Ihnen noch einen schönen Tag. Schönen Abend. Schönen Abend.